Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Hier liegen drei iPhone-Generationen vor uns. Einmal das alte iPhone 6, das iPhone 10 und das iPhone 11 Pro. Und ich dachte mir, wir machen hier mal einen kleinen Geekbench-Vergleich oder nicht nur Geekbench, einen Benchmark-Vergleich. Wir lassen drei verschiedene Benchmark-Tests über die Geräte hier drüber laufen und schauen mal, was jetzt hier Phase ist, wer jetzt wie schnell ist. Eigentlich geht es ja hier um die beiden hauptsächlich. Aber ich dachte mir, ich nehme das iPhone 6 einfach mal so noch mit dabei, damit wir noch einen kleinen Vergleichswert haben, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt hat. So, ich drehe die Geräte mal um und ja, ich habe jedes Gerät neu gestartet und alle Apps im Hintergrund wurden von mir auch beendet. Und das können wir hier sehen beim iPhone 6, keine Apps im Hintergrund, genauso wie beim iPhone 10 und beim iPhone 11 natürlich auch. Und hier sind unsere Geekbenches oder unsere Benchmarks. Ich bin total auf den Geekbench fixiert. Vielleicht auch, weil es dort eine neue Version gibt. Den Geekbench 5, den habe ich hier installiert auf allen. Dann machen wir noch den Antutu Benchmark und den GFX OpenGL Benchmark. Und beim Geekbench 5, den habe ich noch nie laufen lassen. Mit dem legen wir direkt auch mal los. Da bin ich sehr gespannt. Habe schon gehört, dass die Werte insgesamt etwas niedriger ausfallen. Und wir sehen einmal hier, das iPhone 11 Pro läuft mit iOS 13.0, hat einen 2,65 GHz Prozessor und 3,67 GB RAM, was eigentlich 4 GB sind in echt. Und dann haben wir das iPhone 10, läuft ebenfalls mit iOS 13.0, hat den Apple A11 Bionic mit 2,39 GHz und 2,75 angezeigt, also insgesamt 3 GB RAM. Und dann hier das alte iPhone 6, läuft natürlich noch auf iOS 12.4, 1,4 GHz und 1 GB RAM. Und dort starten wir jetzt mal den CPU-Benchmark. Ich kann hier ganz entspannt beim alten iPhone erstmal loslegen, denn das wird mit Sicherheit am längsten brauchen, dann das iPhone 10 und dann nochmal das iPhone 11. Und was sagt uns denn so ein Benchmark? Eigentlich nur theoretische Werte, wie leistungsstark jetzt hier die Hardware im Endeffekt ist. Ist immer eine gute Sache, um die Geräte etwas vergleichen zu können und um mal zu sehen, wie so die Evolution der Chips vorangegangen ist. Also lassen wir die Sache mal durchlaufen und schauen, wer hier als erstes fertig ist. Und ganz am Ende vom letzten Benchmark werden wir auch nochmal hier die Temperatur messen, um zu schauen, welches Gerät denn jetzt hier am heißesten geworden ist. So, aber jetzt Zeitraffer. Und als letzter gestartet und als erster fertig haben wir hier das iPhone 11 Pro. Natürlich wenig überraschend mit Werten von 1336 im Single-Core-Score und 3555 im Multicore-Score. Wirkt erstmal sehr wenig, wenn man den Geekbench 4 kennt, aber die haben hier die ganzen Bewertungskriterien etwas umgestellt. Es soll besser vergleichbar werden über verschiedene Plattformen auch und Gerätschaften. Von daher nicht erschrecken lassen von den niedrigen Werten. Wir schauen einfach mal, was hier beim iPhone 10 rumkommt und dann natürlich auch beim iPhone 6. Oh, und da ist das 10er auch schon fertig und wir sehen einen deutlichen Unterschied, 933 zu 1336 im Single-Core und 2560 zu 3555. Also da liegen natürlich jetzt zwei Generationen dazwischen, aber ja, das ist ein ordentlicher Sprung, der hier gemacht wurde mit dem neuesten Chip. So, und jetzt, ja, das iPhone 6 wird wohl noch eine Weile brauchen, geben wir ihm noch die Zeit. Und da ist auch der Großvater im Test fertig geworden mit einem Single-Core-Score von 306 und einem Multi von 552. Mein Gott, da hat sich eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Okay, das war also der Geekbench 5. Ich bin mal gespannt, wie sich der so weiterentwickelt. Als nächstes nehmen wir uns mal den Antutu-Benchmark hier zur Brust und schauen mal, was dort für Werte rauskommen. Ihr seht, der will mir Mitteilungen senden, denn ich habe hier die App echt noch nie benutzt, alles ganz frisch installiert. Und ich sage dann einfach mal, wir starten mit dem Test mit dem iPhone 6, dem 10 und dem 11 Pro.
Tja, und da ist das iPhone 6 als erstes fertig, was aber nicht heißt, dass es hier die beste Performance abliefert, sondern dort sind nicht alle Tests durchgelaufen. Also da scheint eine andere Version hier unter iOS 12 drunter zu laufen. Diese ganzen Animationen am Anfang mit den Feuerwehrautos und so, die waren hier nicht mit dabei. Von daher war es dennoch interessant zu sehen, wer hier wie schnell fertig wird. Vor allem hier beim iPhone 11 Pro und beim iPhone 10 hat man sehr schön gesehen. Das 10 ist ja so 1 bis 2 Sekunden vorher gestartet, wie das iPhone 11 Pro dann nach und nach aufgeholt hat in den Videos und im Endeffekt natürlich das iPhone 10 dann überholt hat. Aber hier haben wir die Ergebnisse. iPhone 6 mit 76.408, das iPhone 10 mit 207.255 und das iPhone 11 Pro mit wahnsinnigen 454.001 Punkt. Also mehr als doppelt so schnell, doppelt so leistungsfähig hier wie das iPhone 10 und das iPhone 6 lief hier einfach nur mal unter ferner Liefen mit. Ganz interessant, finde ich auf jeden Fall mal, das so zu sehen. Also das war der AnTuTu-Benchmark und dann geht es jetzt zum Schluss hier nochmal richtig rund mit dem GSF-Benchmark. Der soll ja so richtig fordernd sein und danach werden wir dann auch hier die Messung machen, welches Gerät wie warm geworden ist. Da bin ich mal sehr drauf gespannt und wir warten noch kurz, bis der sich hier mit dem Server verbunden hat. Okay, da muss er erst noch was runterladen. Auch das soll so sein und dann starten wir gleich. Okay, alle Dateien sind runtergeladen und auch hier nur so am Rande war das iPhone 11 Pro am schnellsten fertig. Also starten wir jetzt mal den Testlauf. Ich bin sehr gespannt und das Ganze geht dann hier im Zeitraffer weiter. iPhone 10 und 11 Pro sind fertig und dann machen wir hier schnell mal den Messwert, wie warm das jetzt hier geworden ist. Mal schauen. Ich sehe hier 40,6. Ich messe mal ein paar verschiedene Stellen. 41,4. Ja, 37, 38. Ja, so 41,4 war das höchste hier beim iPhone 10 und ja, auch das 11er ist ordentlich warm geworden. Schauen wir mal, was dort 42,3 sehe ich hier sogar. Das ist nochmal eine Spur heißer. Da haben wir 39, 37. Hier oben wird es dann wieder etwas wärmer. Ja, also am heißesten ist hier auf jeden Fall das neue heiße Gerät geworden, das iPhone 11 Pro. Und dann sehen wir hier auch die Ergebnisse, während das iPhone 10 immer noch am Fahren und am Fahren ist. Aber ich befürchte, da geht irgendwie bald der Akku leer. Deswegen mache ich da auch noch mal kurz eine Messung. Schauen wir mal, wie warm das hier wird. Da haben wir auch 42,8, 40, 38. Ja, also auch so um die 42 Grad. Also die Geräte werden in etwa gleich warm von der Hitzeentwicklung und dann sehen wir auch hier dann die Testergebnisse, mit denen ich ganz ehrlich gesagt nicht allzu viel anfangen kann, aber wir haben zumindest mal gesehen, wie heiß das jetzt hier wird, das iPhone 11 Pro im Vergleich zum iPhone 10. Hier ist natürlich der neue Benchmark, hier ist der absolute Testsieger. Ich glaube, was Schnelleres gibt es aktuell nicht auf dem Markt. Aber ich finde auch, das iPhone 10 kann immer noch einigermaßen gut mithalten. Und vor allem, das hier sind ja maximal Tests und keine Alltagsperformance. In der Alltagsperformance merke ich keinen allzu großen Unterschied bei der Geschwindigkeit jetzt vom 10er zum 11 Pro. Das nur mal so kurz vorab. Abgesagt, aber diese Benchmarks und dann die tatsächliche Performance ist ja immer wieder was anderes. So, auch hier das iPhone 6 ist jetzt fertig geworden. Sehr schön und damit beende ich auch dieses Video. Hier haben wir jetzt mal ein paar Benchmarks drüber laufen lassen. Vielleicht war es ja interessant für euch. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!